Moin, liebe HSV-Fans, und herzlich willkommen zu einem neuen HSV-Check. Der HSV hat soeben 2:1 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Es war ein zähes Spiel, am Ende aber ein verdienter Sieg für die Hamburger, die sich auf Platz 2 festspielen. Und darüber möchte ich sprechen mit meinem Kollegen Henrik Jacobs. Moin, Henrik. Moin Stefan, ja, wie du siehst, im Volkspark scheint die Sonne. Die Sonne scheint, von daher erzähl uns doch mal, was du außer den Sonnenstrahlen noch so im Volkspark zu sehen bekommen hast. Der HSV hat jetzt 44 Punkte, so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt der Saison. Es ist ein Punkterekord für die zweite Liga im fünften Jahr. Welchen Eindruck haben die Hamburger heute auf dich gemacht? Sie waren nicht unbedingt so souverän und dominant wie in den vergangenen Wochen. Genau, so würde ich das auch sehen. Ja, vielleicht mal ausgeklammert die erste Halbzeit in Heidenheim. Da war der HSV, glaube ich, auch nicht sonderlich souverän. Richtig viel Sonnenschein, um bei dem Bild zu bleiben, gab es, finde ich, heute auch nicht. Also der HSV hat sich irgendwie sehr, sehr schwer getan. Es war insgesamt auch irgendwie ein komisches Spiel. Also man hat jetzt nicht so richtiges Gefühl dafür, welche Richtung das dann eigentlich geht. Ich hatte so am Ende eigentlich eher den Eindruck, dass Bielefeld dann vielleicht noch ein Tor macht. Und ich glaube auch in vielen anderen Spielen beim HSV in den vergangenen Jahren wäre das Spiel dann auch noch 2:2 ausgegangen. Aber ja, irgendwie in dieser Saison hat der HSV eine andere Dynamik in der Mannschaft, verteidigt mit Mann und Maus, auch heute dann wieder am Ende. Ja, so haben es auch alle Spieler dann nach dem Spiel bewertet. Man schmeißt sich dann nochmal in jeden Zweikampf und gewinnt diese Spiele, die man vielleicht sonst nicht gewonnen hätte. Und ja, so gesehen hat der HSV dann auch diese Punktzahl jetzt, 44. Das ist ja, wie du schon sagst, Rekord. Und wenn man sich aber alle Spiele nochmal anschaut, also so richtig souverän von der ersten bis zur letzten Minute hat der HSV in dieser Saison eigentlich noch kein Spiel gewonnen. Und ja, wenn es so weitergeht, muss er das auch nicht, aber ich glaube, er wird es noch tun müssen, um dann auch letztendlich den Aufstiegskampf für sich zu entscheiden. Diese Mentalität, die du gerade positiv herausgestochen hast, zeichnet diesen neuen HSV aus. Das haben wir letzte Woche gelernt von Tim Walter. Aber da sehen es eigentlich auch schon die ganze Saison, wie du es auch analysiert hast. Lass uns vielleicht über einen Spieler sprechen, Ludovit Reis, der so ein bisschen das Heft an sich gerissen hat in einer Phase, in der der HSV eigentlich nicht so richtig wusste, wie er jetzt Bielefeld zu bespielen hat. Die Arminia hatte auch ein Tor geschossen. Es war meterweites Abseits. Mich persönlich hat überrascht, dass das Schiedsrichtergespann das nicht sofort gesehen hat, sondern den Videoschiedsrichter brauchte. Nichtsdestotrotz zeigte diese Szene, dass der HSV nicht gut reingekommen ist ins Spiel, so die ersten 30 Minuten. Was zeichnet für dich Ludovit Reis aus? Welche Qualität bringt er der Mannschaft, um dann solche Spiele auch für sich zu entscheiden? Er hat ja auch das 1:0 gemacht. Genau, ich habe es in meiner Einzelkritik auch geschrieben heute. Für mich ist Ludovit Reis absolut der wichtigste Spieler beim HSV. Spielerisch mittlerweile auch. Also er hat sich, finde ich, technisch, spielerisch richtig gut entwickelt. Hat auch ein, zwei Szenen heute, wo das Publikum auch mal kurz applaudiert hat. Und er bringt natürlich diesen Willen, diese Mentalität mit, die du auch angesprochen hast. Die hatte er in der vergangenen Saison auch schon. Aber da hat vieles noch nicht so richtig geklappt. In der Rückrunde dann schon. Aber er hat sich wirklich richtig gut fußballerisch entwickelt und das natürlich dann auch ja, mit der ganzen Mannschaft insgesamt. Aber ich finde, er ist so eigentlich die herausragende Figur gerade und macht halt jetzt auch die wichtigen Tore. Also er schießt dann nicht das 3:0, sondern er schießt ganz, ganz oft das entscheidende Tor, oft das 1:0. Und für mich ist ja Ludovit Reis absolut der Spieler gerade beim HSV. Und ja, wenn er in dieser Form bleibt, dann wird er auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein sein für den Aufstieg in dieser Saison. Ja, der HSV wäre gut beraten, aufzusteigen, auch damit Ludovit Reis, Entschuldigung, auch weiterhin hier in Hamburg bleibt. Es ist ja bekannt, dass wenn der HSV nicht aufsteigen würde, dass Reis dann den Verein verlassen könnte. Von daher werden wir seine Entwicklung natürlich weiterhin begleiten, genauso wie strittige Situationen im Volkspark. Wir müssen einmal reden über zwei Szenen, in denen es hätte durchaus Elfmeter geben können. Einmal für Bielefeld in der ersten Halbzeit, als Jonas Meffert, bevor er zum Kopfball hochspringt, gegen Vasiliades, dem Spieler vorher auf den Fuß tritt, sodass er gar nicht richtig abspringen konnte. Bei Sky war man sich sofort einig, dass es definitiv ein Strafstoß war. Ähnliche oder zu einer ähnlichen Bewertung kam Sky auch bei der letzten Szene kurz vor Schluss mit Robert Latzel, der im Strafraum ebenfalls von Ramos zu Fall gebracht wurde. Wie hast du denn beide Szenen wahrgenommen, Henrik? Ehrlich gesagt, die erste Szene erstmal überhaupt nicht als Elfmeterszene, weil ich auch nur darauf geachtet habe, was oben passiert ist. Und da gab es dann eigentlich nur den Körperkontakt ja, im Zweikampf.
Und habe gar nicht so genau auf den Fuß geachtet. Das konnte ich dann erst in der Halbzeit sehen, als dann Sky das Bild nochmal gezeigt hat. Und ja, für mich nach Ansicht dieser Bilder dann schon ein klarer Elfmeter, weil Meffert ihm auf den Fuß steigt und auch wenn es nicht absichtlich war, ihn dann natürlich dann am Kopfball hindert. Also ich denke, da hätte man schon auf jeden Fall Elfmeter pfeifen können. Genauso wie bei der letzten Szene. Also Robert Glatzer wird ja vorher schon gehalten, ja, auf mehreren Metern und dann im Strafraum nochmal getroffen. Also ich glaube, ja, auch da für mich eigentlich ein Elfmeter, aber vielleicht hat der Schiedsrichter sich dann auch irgendwie gedacht, ja, oder auch nach Ansicht vielleicht ein Signal bekommen, dass das erste dann auch eher ein Elfmeter war und sich dann entschieden hat, vielleicht da als Konzessionsentscheidung nicht auf den Elfmeter zu entscheiden. War am Ende dann aber ja auch nicht mehr ganz so wichtig, diese Szene. Ja, beide Trainer hatten natürlich ihre eigenen Sichtweisen. Daniel Scherning hat dann schon gesagt, das war ein Elfmeter und hätte natürlich dann das Spiel auch deutlich verändert, wenn Bielefeld dann da schon in Führung gegangen wäre. Aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette, habe ich mal gelernt. Und in diesem Sinne, am Ende war es, finde ich, dann schon irgendwie ein verdienter Sieg des HSV, weil er einfach dann mehr investiert hat für das Spiel und ich glaube auch in allen Statistiken vorne lag. Ja, denke, am Ende wird das dann auch kein großes Thema mehr sein, die beiden Elfmeterszenen, sondern die 3 Punkte. Und in ein paar Wochen wird da wahrscheinlich keiner mehr drüber sprechen. Tim Walter ist sowieso kein Freund des Videobeweises, von daher konnte er es ohnehin verkraften, dass weder Bielefeld noch er selber einen Elfmeter zugesprochen bekommen haben. Er denkt wahrscheinlich schon wieder an das nächste Spiel, denn dann steht ein richtiges Topspiel an für den HSV. Samstag, 20:30 Uhr bei Flutlicht gegen Darmstadt 98, den Tabellenführer der zweiten Liga. Henrik, ist das für dich ein richtungweisendes Spiel in Bezug auf den Aufstieg? Ich glaube, jedes Spiel ist ein richtungsweisendes Spiel, aber das ist natürlich jetzt ein richtiges Topspiel. Da hat dann nochmal die Chance, dann jetzt auch richtig ranzurücken an Darmstadt. Und ja, soweit ich mich erinnere, sah der HSV in Darmstadt eigentlich die vergangenen Jahre immer sehr, sehr gut aus. Gerade im letzten Jahr bei dem 5:0-Sieg mit den 4 Glatzeltoren. Das sind diese Spiele, die der HSV auch mag, wo er dann vielleicht nicht dieser ganz, ganz klare Favorit ist, sondern ja, Darmstadt hat ein Heimspiel, ist Tabellenführer. Die werden dann natürlich auch was fürs Spiel tun müssen und der HSV ja, kann dann mitspielen. Ich glaube, es wird ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich freue mich drauf, ich bin dabei. Und ja, auch wenn der HSV dann da nicht gewinnen wird, ist das natürlich das Aufstiegsrennen noch nicht entschieden. Also es bleibt bis zum Ende der Saison spannend. Man sieht einfach, wie schnell das jede Woche wieder geht. Paderborn ist jetzt wieder mit dran. Also sind noch einige Spiele zu gehen. 13 Stück, sagte Tim Walter heute auch dann nach dem Spiel. Ja, der geht da Etappe für Etappe. Und ja, schauen wir dann mal, was in Darmstadt bei rumkommt. Ich glaube, es wird ein richtig gutes Spiel. Heidenheim bleibt auch weiterhin dran am HSV, heute mit 4 Tim-Kleindienst-Toren, 4 Punkte hinter den Hamburgern. Henrik, so ganz gehen lassen möchte ich dich nicht ohne einen spekulativen Ergebnistipp für nächste Woche. Wie geht das aus, das Spiel in Darmstadt? Ich tippe auf einen 3:2-Sieg für den HSV. Alles klar, in diesem Sinne wünschen wir allen noch ein schönes Wochenende.